Was geht, Leute? Herzlich willkommen nach, ich weiß nicht wie vielen Monaten, mal wieder zu einem Video hier auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hatte einfach Bock, eins zu machen, deswegen kommt jetzt auch eins. Und wir spielen heute das wunderschöne Spiel FIFA 19. Und nein, eigentlich tun wir das gar nicht. Wir bauen Drafts, aber weil ich nicht reich bin, tut mir leid, sorry, machen wir das Ganze auf Footbin und eben nicht im echten Spiel, weil, Junge, sehe ich aus wie Millionär? Ich denke nicht. Ja, genug geschnackt. Ihr wisst, denke ich, alle, wie das Spiel funktioniert. Man versucht, das bestmögliche Team zu bauen mit 100 Chemie und dem höchstmöglichen Rating. Und ja, wir schauen mal, was heute so drin ist und let's fucking go. Gut, wir kriegen hier ein paar interessante Aufstellungen. Die 4-3-3 nehme ich mal an der Stelle. Henri nehme ich mit, definitiv. Gut, Carlos Vela. Den kann man halt sehr schön mit einer Icon hier im Mittelfeld zusammenlinken. Wir gehen erstmal mit Bernardo Silva hier, einfach wegen dem Rating. Dann wird das hier Kanté. Ich denke, dann machen wir so größtenteils Premier League und dann halt, ja, perfekt. Diese eine Ecke hier mit Carlos Vela. Einfach fürs Rating. Und weil es ja doch passt, ne? Ah, Ronaldinho leider nicht in der Prime. Aber 94 kann man auf jeden Fall gut machen. So, wen kriegen wir hier? Grimaldo, ja gut. 88 aus der portugiesischen Liga geht auf jeden Fall besser. Genauso wie die Innenverteidigung. Ach du Scheiße, jetzt geht's aber bergab hier. Aua, 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 hört doch auf. Ja, aus der griechischen Liga kommen die mit denen mit, weil Thiago Silva könnte noch eine bessere Karte von kommen. Perfekt. Alexander Arnold. Sehr, sehr gut. Und hier gehen wir mit Loris, weil 97er De Gea wäre schon ziemlich, ziemlich stark. Gut, hier Kane wegen dem Rating, ganz klar. Wen haben wir hier? Lampard. Lampard, Lampard, Lampard. Können wir für Kanté einfach mal reinsetzen. Sollte, denke ich, ja, einfach nur für die Cam gut sein. Haben wir Courtois fürs Rating. Top. Und den Namen kann ich nicht aussprechen, also versuche ich auch erst gar nicht. Ja, kenn dein Limit, ne? Die Bräune, perfekt. Also eigentlich nicht so perfekt, aber machst du nichts. Gut, Sterling. Er ist halt einfach schlechter bewertet, ne? Deswegen, 92er Sterling, bleibt erstmal auf der Bank. Also langsam, aber sicher hätte ich gerne noch wenigstens einen Premier League Innenverteidiger, einen guten. Aber sieht nicht so gut aus. Ich meine, ich nehme noch einen zweiten Hellas League, ne? Aber ich würde mich wundern, wenn da noch ein zweiter existiert, der halbwegs gut ist. Alter, was soll ich denn mit den ganzen Stürmern, Alter? Kane, Kluivert, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Oh, das tut richtig weh in meinem Herzen gerade, dieses Draft. Alter, das habe ich ja komplett gethrowt. Okay. Schauen wir mal, wie hoch wir das hier noch generell kriegen können. Okay, Leute, 192 ist fürs erste Draft okay, aber das kriegen wir mit Sicherheit noch besser hin. Okay, neue Auswahl und wieder die 4-3-3, Alter. Das wird hier ein 4-3-3. Bilder, Van Nistelrooy 93, perfekt. Uff, Junge, ich habe schon Angst gekriegt hier. Wir nehmen Chiesa. Es können nämlich deutlich geiler auch. Salah gibt es nochmal deutlich besser. Und wir könnten halt überlegen, uns ein Serie A-Team hier zu bauen. Aber erstmal mit Eriksen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Gut, nehmen wir Can. Ein bisschen Glück kriegen, wie die irgendwie hier connected. So, Rechtsverteidiger. Zanetti, perfekt. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr abzuwarten, was da kommt, weil Zanetti wird eh durch nichts überboten. Okay, Sanchez, der passt. Ramos. Oh. Das wäre natürlich höchst edel, wenn wir den hier eingebaut bekommen würden. Okay, jetzt De Gea. Komm, De Gea, De Gea, De Gea. Ah, scheiße. Okay, Rating mal wieder. George Best, let's go. Let's go. Okay, perfekt. Gut, kriegen wir hier so nichts mit hin, glaube ich. Oder wir probieren mal was groß. Dann tauschen wir die zwei. Als ob das nichts fürs Rating gibt. Als ob das nichts fürs Rating gibt, ey. Ja, ich hätte hier am liebsten eigentlich ein Icon. Muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Vieira oder so will ich mitnehmen. Moore, sehr stark. Schon mal rein.
für Sanchez. Harry Kane. Nein, brauchen wir nicht. Können wir wieder auf Rating gehen. Perfekt. So. Okay, das ist zum Vergessen, die Auswahl. Dann Luc de Jong. Passt auch nicht rein, aber gibt Ratingpunkte. Okay, Rafa auch nicht. Ah, jetzt langsam könnte mal wieder so ein brauchbarer Spieler kommen. Baggio. Perfekt. Perfekt, die Icon, die ich wollte. Wir sind bei einer 192, Leute. 192. So, auf dem linken Flügel und im Tor bräuchten wir eigentlich noch einen Kracher, aber auf dem linken Flügel kriegen wir gar nicht mehr, oder? Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube tatsächlich schon gar nicht mehr. Ne, oh Gott. Zweimal Modest. Nehmen wir natürlich den FC Modest. Okay. Gut, Courtois ist auf jeden Fall nochmal ein Ticken besser als Sirigu. Plus ist dann auch auf Full Cam. Okay. Basiri. Der ist natürlich an sich stark, aber bringt mir auch nicht so viel. Aber immerhin können wir jetzt Sanchez raustun. Okay, bauen wir das nochmal schnell um hier. Ja, perfekt. Und wir haben unser erstes 193er Draft des Tages. Da geht aber noch mehr, Leute. Ich spüre es. Okay, wir probieren es mal mit einem 3-4-3er. Das, was gibt. Okay, Scholes. Ibra. Aber sehr, sehr schwer einzubauen. Wirklich sehr, sehr schwer einzubauen, muss ich schon zugeben. Wobei, mit Carlos Vela könnte man ihn tatsächlich linken. Das ginge ja sogar. Aber das wird nicht einfach. Okay, nehmen wir Douglas Costa, dann könnten wir da Neymar theoretisch sogar lassen. Gut, der passt gar nicht rein. Gut, gehen wir aus Rating. Was für eine Liga spielst denn du? Ich kann mir das mal anzeigen lassen, Hilfe. Ah, Info. This is big brain time. Ach du Scheiße, mexikanische Liga, ey. Okay. Marquinhos. Bobby Moore, perfekt. Der passt wie die Faust aufs Auge als Icon. Sehr schön, jetzt kriegen wir Cam. Lafont kommt mit. Ach, der spielt in Italien. Ach, scheiße, ey. Gut. Van Persie. Mein absoluter Lieblingsspieler of all time, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei, nach George Best. Aber wirklich absolut genialer Typ gewesen. Kann man nicht anders sagen. Ganz ehrlich, wer da was anderes sagt, der hat einfach keine Ahnung. Gut, Ramos passt da natürlich eher so mäßig rein. Wobei. Sehr schön. Sehr schön. Könnte das was werden? Ich weiß es nicht. Kreuz fürs Rating. Van Basten. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Und irgendwie kriegen wir auch die Cam nicht mehr so richtig hoch. Das könnte der Manager vielleicht gleich noch regeln, aber das werden wir gleich noch sehen. Okay, Pizzi bringt nicht mal mehr Rating mit. 95er Mertens. Ah, komm, tu mit dir mal rein. Falls irgendwie durch irgendeinen Zufall wir jetzt noch einen Leftwinger kriegen. Und nein. Ah, 94er Couture. Ja! Perfekt! Okay, wir haben's auf Full Cam. Uff, Varan. Uff. 96er Varan. Okay, die Cam bleibt. Das ist gut. Okay, was passiert denn, wenn ich den hier reinbringe, den Robin reinbringe? Wir sind ein 194er, Leute, let's fucking go, ja, Mann. Ja, Mann, Alter, so lobe ich mir das. Oh, guckt euch das an, was ein Team. Und das ohne Pelé, ohne Maradona, ohne Ronaldo, ohne Messi, ohne CR7 Ronaldo. Also, alter Falter, was ein Team. So, und jetzt bauen wir das nochmal so, damit es schöner aussieht. Bleiben wir unserer 194. Oh mein Gott, Leute, Alter. Puh, 194er Draft gebaut. Alter Falter.
So, like dieses Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.